Wir haben vielleicht DJ Pericos Sendestation gefunden. Prüfen Sie das. Wir haben Gesellschaft. Bleib wachsam. Gib Zeichen. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Auf dieser Seite ist alles klar. Okay, wir können. Schau mal, hier kann Krieg sein, aber ein Bauer hat immer was zu tun. Bei mir sammeln. Okay. Ich fahre.
außer Sicht bleiben, nähern uns der Radiostation. Vielleicht arbeitet Perico ja gerade. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Hier ist niemand. Vielleicht abgehauen. Vielleicht hat ihm jemand einen Tipp gegeben. Aber er ist noch auf Sendung. Bowman, wir sind beim Sender. Perico ist nicht da, aber das Programm läuft noch. Er benutzt diese Station als Relais zur Signalverstärkung. Ohne Code kommen wir da nicht rein. Scannen Sie seine Antenne mit der Drohne. Sigyn kann versuchen, die eingehenden Daten zu erfassen und anhand der Signalstärke seine Position zu ermitteln. Verstanden. Das Einzige, was ich bei Bowmans Anruf verstanden habe, ist, scannt die Antenne. Wir müssen die Drohne ruhig halten, bis der Scan fertig ist. Starke Interferenzen. Mist, vielleicht ist da irgendwo ein Störgerät. Sie müssen es erst zerstören, damit Sie Pericos Antennen scannen können. Okay. Hab die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Das ist eine der Maschinenpistolen. Stehen, bevor sie dich sehen. Die Drohne ist oben. Scan abgeschlossen. Hoffentlich findet sich in Pericos Aufenthaltsort. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Nomad, meine Leute haben Hinweise auf einen Truck gefunden, der wertvolle Repliken zu Suenius Mausoleum transportiert. Es ist nicht eure Hauptaufgabe, aber so verletzt ihr Suenius Stolz. Klar. Wenn sich die Chance bietet, machen wir den Konvoi platt, bevor er Suenius Schrein erreicht. Sehr geschützt, Tom. Halt, die werden dich sehen. Runter, Arschloch!
Gehe in Position. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Ziele fast. Bin bereit. Getroffen. Schütze im Turm. Verstanden. Unterwegs. Da ist noch ein Tango. Hier ist ein Tango. Lass mich in Position. Geh in Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Auf dein Zeichen, Boss. Du fliegst auf, bleib. Ich schieße zurück. Auf die Ärsche. Sieht aus, als hätten wir sie aufgeschaut. Tango getroffen. Na, was für eine Sauerei. Gut, alles grün für uns. Die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Dass wir hier sind. Vorsicht. Roger, ich gehe in Position. Sauber. Alle in Ordnung? Hm.
Nichts Handfestes, aber ich habe Pericos Ex-Bodyguard gefunden, Arturo Ruiz. Er arbeitet jetzt in einer Kartellmine in Pilca. Es gibt böses Blut zwischen den beiden. Vielleicht verrät er den DJ. Und wie immer die Lokalnachrichten. Dinko-Kämpfer Raul Vargas geht in die USA, um eine Karriere als Mixed Martial Arts Kampfsportler in der Global Fighting League zu beginnen. Vargas, der ungeschlagene Dinko-Meister von Chalamoco, ist in Pucara als El Jaguar del Rey bekannt. Er verdiente sich den Namen während seines ersten Dinko-Kampfes, als er seine Fäuste mit Glasscherben versah. Ich fliege. Diese Jaguar-Klauen verschreckten so viele seiner... Super. Ich melde den Rebellen den Standort des Helis. Dann können sie ihn holen. El Sueño schickte einen Konvoi mit persönlichen Gegenständen in sein Privatmausoleum. Ja, Sie haben richtig gehört. Stoppen und zerstören Sie die Trucks. Aufzuklären. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Verstanden. Wörter schießt. Wenn Sie bisher noch nicht wussten, was los ist, dann spätestens jetzt. Carajo, nos están atacando. Cúbranse! Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Hab bei den Rebellen Verstärkung gefordert. Bereit? Feuer frei! Okay.
Ziele zerstört. Ich schätze, Sueño kriegt sein Mausoleum auch ohne den Kram, oder? Klar, aber ohne Bling gibt's nur eine große Kiste. DJ Pericos Ex-Bodyguard arbeitet jetzt in der Pilkamine. Schnappen Sie ihn und fragen Sie ihn nach seinem alten Boss. Los geht's. Wir sind nicht hier, um Zivilisten umzubringen. Kampf losgeht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Pericos Ex-Bodyguard in der Mine arbeitet und wir wollen ihn lebend verhören. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Ich sehe Pericos Ex-Bodyguard. Reden wir mit ihm. Aufpassen, wir wollen keine Zivilisten töten. Scharfschütze im Turm. Alles okay. Quédate quieto. Dann leg ich dich um. Alto, halt! Deténgase. Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum? Hijo de su reputa madre. Perico wollte Gras aus einem AR-15 rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Halbträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico heimzahlen? Dann geben Sie mir seinen Namen und ein Foto. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Tranquilo. So viel Aufwand für einen 0815-Namen wie Marco Garcia.
Ach, die ISA macht's möglich. Schick ihnen den Namen und vielleicht liefern sie uns ein Foto, mit dem wir das Arschloch identifizieren können. Feuer, Feuer! Bereit machen, Feuer! Roger. Schöne Scheiße, die sehen uns. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Schusslinie. Ein paar Sekunden sind die bei uns. Was machen wir? Hier steht, wo ein Santa Blanca-Orden ist, den sie irgendeinem Arschloch verleihen wollen. Es gibt Ärger. Runter! Sauber hier drüben. Da bieten sich noch ein paar Sicarios an. Estos cabrones ya llegaron para ayudarnos. Van llegando al lugar donde estaba el enemigo. Die wissen nicht, dass wir weg sind. Die gehen in die falsche Richtung. Ich mach das, ich fliege. Bin drauf. Markiere Feind. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Das war knapp. Der Leutnant haut ab. Hey, bleib locker, der muss nicht sterben.
Alles klar? Silencio, Marche. Pinche cabrón! Está bien, me rindo! Puta madre! Ya está! Entrego las armas. De verdad, Perico. Er liebt dich mehr als ein Hühnchen. Er will vielleicht zu Santa Blanca. Er ist erst 10, aber ist schon... Ich habe Hinweise darauf, dass das Kartell Perico ein Haus in einem Dorf namens Todos Santos gebaut hat. Mal sehen, ob er da ist. Statten Sie Pericos Haus in Todos Santos einen Besuch ab. Ist er da, schnappen Sie ihn. Ansonsten durchsuchen Sie das Haus. Es gibt Feindaktivität. Da ist ein Sicario. Direkt am Reifenstapel. Sehr geschützt, Tom. Ich sehe ein zweites Ziel. Die Drohne ist oben. Die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Ich gehe in Position. Okay, bin unterwegs. Ich sehe das Ziel. Hab ein. Perico ist nicht da. Sucht alles nach Informationen ab. Wir haben Pläne gefunden. Vielleicht eine Fraktalantenne? Falls Perico diese Fraktalantenne benutzt, hilft die Zeichnung der ISA vielleicht, ihn ausfindig zu machen. Gute Neuigkeiten. Dank der gefundenen Pläne und dem Datenscan wissen wir, dass Perico ein einfaches Frequency Agility Programm benutzt, um das Signal zu verschlüsseln. Aber um das Signal für Pakataris Rede zu kapern, brauchen wir noch den Code. Richtig. Wir haben genug Daten, um Perico ausfindig zu machen. Statten Sie ihm einen unfreundlichen Besuch ab und holen Sie sich den Code. Bowman schickt Hintergrundinfos zu DJ Perico. DJ Perico, der Papagei. Er träumte davon, ein Mixtape-DJ zu sein. Was eigentlich nur bedeutet, Geld mit den Songs anderer zu verdienen. DJ Perico! Zum Glück für die Musikindustrie hatte das Leben andere Pläne. Straßenjunge mit 13, Crack mit 14, versuchter Mord mit 15. Bevor er in den Bau musste, floh er nach Mexiko. Er hatte einen Cousin bei Santa Blanca. Durch ihn bekam er einen Job als Sicario, als Profikiller. Wenn die bei Santa Blanca genau hingesehen hätten, wäre ihnen aufgefallen, dass er nichts drauf hat. Ich meine, versuchter Mord. So wie bei den zwei Typen, die er auf den Vordersitzen eines Autos verfehlt hat. Armselig. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er jedem im Kartell auf die Nüsse ging und sein Arsch wieder über die Grenze geflogen kam. Allerdings fand El Sueño Gefallen an ihm.
Perico war lustig. Er kann keine Pistole abfeuern, aber dafür Worte. Also. Guten Morgen, Bolivia! Gab es einen neuen Job. Piratensender. Propaganda über den Aufstieg von Santa Blanca verbreiten. Ein super Tag für Kokain. Aber hey, ist es doch immer. Einen besonderen Gruß an meine Jungs in Bucara, die gerade El Sueños Finale Finca bauen. Lass es aber langsam angehen, okay, Jungs? DJ Perico ist Sueños Papagei. Geben wir ihm was Neues zum Plappern. Wir wissen, wo Perico ist. Schnappen Sie den kleinen Wichser und entlocken Sie ihm seinen Code. Ich sehe einen Narko mit einer MP. Am Hubschrauber. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Geh in Position. Du hättest mich fahren lassen sollen. Bleib wachsam. Perico muss in der Nähe sein. Vergesst nicht, dass wir ihn lebend brauchen. Ich sehe Perico. Finger weg! Leg dich nicht mit mir an! Ich bin alles gut, alles gut. Me entrego. Ya estuvo, ya. Oh, fuck! Schlecht aufgelegt, DJ. Ah, hey, seh mich an! Seh ich vielleicht aus wie ein Sicario? Ihr müsst mich töten, Mann! Ach ja, warum? Ich hab noch mein ganzes Leben vor mir. Ich hab noch Träume und sowas. Gib uns einfach den Code zur Hauptsteuerung der Station. Okay. Aber ihr habt's nicht von mir, okay? Also, als Benutzernamen gebt ihr ein BIDIBOM. Dann die von diesem Token erzeugte Zahl. Genieße den Augenblick, Perico. Heute wärst du fast gestorben. Heute habe ich dich verschont. Okay. Klar, du könntest den Code einfach ändern. Aber ich werde dich am Leben lassen. Und du sendest dafür weiter und wartest mit der Änderung, bis mein Kollege Pak Katari seine Botschaft abgesetzt hat. Verstanden? Ja, Mann. Bowman, wir haben den Code. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir das Signal hacken können. Das ist mir bewusst. Wir wissen von einem Funkexperten, der Rebellen in Santa Blanca gefangen hält. Sie müssen ihn befreien. Wir brauchen seine Kenntnisse. Die können keinen freien Techniker entbehren, oder? Nein, und ich habe auch keinen. Bringen Sie ihn zu einem Sammelpunkt. Ich besorge das nötige Gerät, damit sich Pak Katari einklinken kann. Verstanden.
Okay, nichts passiert. Pakataris Funktechniker wird am Olikodam gefangen gehalten. Wir müssen den Mann rausholen, damit er uns hilft, Perikos Rundfunksystem zu hacken. Seht euch das an. Ich habe schon mal Mausoleen gesehen. Und das hier könnte sie alle zum Frühstück verspeisen und würde nicht mal merken, wenn es sie ausscheißt. Sollen wir glauben, dass Suenio ein Gott ist? Er tut's auf jeden Fall. Runter, bevor sie dich sehen. Wartet, ich fahre. Bin drin, los. Ich gehe in Position. Eine bessere Position. Ziel markiert. Ziel erfasst. Und das macht 3. Tango getroffen. Leute, sammeln. In Bewegung. Ich sehe 2 Sicarios. Bei dem Container. Ich kann das Gefängnis sehen. Das ist eine Menge Aufwand für einen Rebellenfunker. Seht's als Gefallen für die Rebellen. Wir könnten ihr Wohlwollen gebrauchen. Aber achtet darauf, dass der Gefangene heil bleibt. Drohne fliegt. Sollte der Alarm losgehen. Der Alarm ist aus. Das war's mit der Verstärkung. Und die Dachvogel im Anmarsch. Unten bleiben. Öffne Feuer. Habt die Rebellen gebeten? Sicarios werden von Unidad unterstützt. Hua! Position. Ich hab das Ziel. Auf den Boden, Hubschrauber. Kein Gegner in Sicht. So einen Damm hätte ich hier nicht vermutet. Sie bewässern ihre Felder damit. Leicht überdimensioniert. Da hat wohl jemand die bolivianische Landwirtschaft ein bisschen überschätzt.
Wer seid ihr? Unser gemeinsamer Freund Pakatari schickt uns. Está bueno. Gehen wir. Entsichert. Granate, weg! Seid ihr okay? Mann, ich liebe den Job. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ist wie Senor Comandante. Pero ich glaube kaum, dass er die anruft, nur um meine Wenigkeit zu retten. Sie verfügen über technische Kenntnisse, die wir für unseren Einsatz brauchen. Wir wollen DJ Pericos Radiosignal kapern. No mierda. Meine Frau liebt diese Sendung. Und ich sag ihr immer, hey, das ist der Feinkerei. Und sie? Aber er ist so witzig. Da kann ich auch nichts machen. Ich danke Ihnen. Die Sendung könnte ein größerer Sieg für uns sein, als uns klar ist. Oder auch nicht. Carajo, keine Sorge. Ich erledige das und dann sehen wir. Adios, pues. Bleiben Sie am Kartellradio dran. Läuft alles nach Plan. Hören wir Kataris Rede schneller als gedacht. Hua. Pakataris Rede wird im ganzen Land gehört. DJ Perico war schon immer ein Idiot. Aber jetzt steht auch Suenio wie einer da. Wie bewerten Sie die Reaktionen, die reinkommen? Wenn es nicht gerade Selfies macht, checkt mein Social-Media-Team die Online-Trends. Unter Hashtag DJ Perico gibt's jetzt schon echt lustige GIFs. Bummenende. Der Funke macht es sich mit... Schande! Die ganze Welt verdammt dich! Ramons Geschichte war durchgesickert. Auch ohne Beweis war der Schaden da. Hilf mir, Padre. Es ist zu spät. Ich kann nichts mehr für dich tun. Hör mir zu, alter Mann. Glaubst du, ich könnte einem Kind wehtun, dass ich riskieren würde, mein Lebenswerk zu verlieren? Für Kleingeld? Glaubst du das wirklich? Nein, nein, tue ich nicht. Gut. Dann halte eine Messe ab. Lade die Reichen und Mächtigen Boliviens ein. Verteidige mich gegen diese Lügen. Schwöre bei Santissima Muerte, dass die Anklagen falsch sind. Du wirst nicht kommen? Nein. Ich muss mich um etwas kümmern.